Es wird auch Zeit, dass mal jemand kommt. Was hat euch aufgehalten? Ich zog mit den übrigen Rittern aus, um das Gesicht unserer schönen Welt von diesem Makel zu befreien. Doch als wir ankamen, wurden wir übermannt. Ich tötete vielleicht 2 oder 3 Dutzend, aber es kamen einfach immer mehr. Nur Breman und ich sind noch am Leben. Mit eurer Hilfe können wir jedoch den Siegelstein aus der Zitadelle bringen und unsere Mission zum Wohl von Chadinhal erfüllen. Hossa! Seid ihr von Sinnen? Ein Ritter des Dornenordens kehrt erst heim, wenn seine Aufgabe erledigt ist. So sind unsere Regeln. Daher befehle ich euch im Namen meines Vaters, Graf Indaris von Chadinhal, mich zum Siegelstein zu führen. Ich schlage vor, wir nehmen die Riemann-Treiberformation. Ihr greift an und wir decken den Rückzug. Nach vorn und nach oben. Hossa! Der Siegelstein für dieses Oblivion-Tor ist der Schlüssel. Sobald wir diesen haben, können wir Chadinhal von dieser Plage befreien. Wir sind Ritter, die sich der Wahrung der Gesetze von Chadinhal verschrieben haben. Wir fürchten kein Geschöpf und unsere Angriffe sind schnell und tödlich. Viele möchten in unseren Reihen kämpfen, da wir die Auserwählten sind. Doch wenige empfangen die Ehre, in der besten Armee zu kämpfen, die es in Cyrodiil je gab. Bis jetzt zählten wir nur 7, doch griffen wir an wie ein ganzes Regiment. Unsere Feinde fürchten unser Nahen und fliehen unseren Angriff. Hossa! Der Pfad ist euer, geht voran. Selbst wenn Fabel es nicht sagt, wir sind euch dankbar, dass ihr hier seid. Urteilt nicht zu hart über Fabel. Das meiste, was er sagt, klingt erfunden, doch er ist jung und daher oft ungestüm und unerfahren. Er will mit allem nur seinen Vater beeindrucken. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und die Verteidigung von Chadinhal liegt ihm am Herzen. Ich wünschte nur, sein Herz wäre manchmal größer als sein Hochmut. Ihr wollt sicher die wahre Geschichte statt Favils Version hören. Kurz nach dem Auftauchen des Tores entschied sich Favil für einen Angriff. Wir stürmten hinein und trafen sofort auf Widerstand. 3 von uns wurden gleich beim ersten Ansturm erschlagen. Auf Favils Geheiß kämpften wir jedoch weiter. Am Fuße der Zitadelle trafen wir auf eine größere, zweite Welle von Feinden. In diesem Scharmützel verloren wir 2 weitere Männer und Favil und ich wurden schwer verwundet. Wir entschieden uns für einen Rückzug. Plötzlich sahen wir, dass zahllose Dädra uns den Rückweg versperrten. Wir saßen hier fest, bis ihr uns zu Hilfe kamt. Es sieht Favil ähnlich, sich blind in die Gefahr zu stürzen. Hätten wir eine Truppe der Stadtwache mitgenommen, hätten wir den Siegelstein möglicherweise ohne größere Verluste an uns bringen können. Stattdessen wollte Favil sich beweisen. Die Stadtwache und die Dornenritter liegen ständig miteinander im Zwist. Sie glauben, dass wir Schwächlinge sind und Favil wollte ihnen das Gegenteil beweisen. Vielleicht war es unser aller Schuld, aber das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen unseren Auftrag erfüllen und uns den Stein holen. Bitte helft uns. Wir sollten in Bewegung bleiben.
Ich habe ja schon gegen Schlamm. Haben.
Sid. Thank you.